Wie gesagt, beim zweiten Durchlauf könnt ihr uns gerne so ein bisschen helfen. Dafür ist der Chat hier auch irgendwo da. Dann gucken wir doch mal. Dann würde ich sagen, einfach noch... Die haben Hüte! Oder so, so... Piratenhüte. Genau. Einfach noch aufmerksamer sein. Komm mal her. Oder schieß hier mal noch ein bisschen. Kann nichts abschießen. Gar nichts. Nur die Möwe. Die will auch nicht mehr. Die Möwe ist nicht begeistert. Das sieht aber cool aus, so mit alten Kartons und so. Oh. Boing. Im Hintergrund. Dieses Geräusch. Das ist voll witzig. Obwohl es ein bisschen düsterer ist, so ein bisschen mehr industriell. Ich glaube, das ist wahrscheinlich alles zu weit weg zum Abschießen. Das ist hier. Da unten ist auf jeden Fall eine Blume. Ich glaube, man muss so ein bisschen rausfinden, was halt wirklich im Hintergrund ist und was quasi nur hinter dir ist. Das stimmt. Da, wow! Ich komme mal zu... Ist da eine tote Möwe im Hintergrund? Ja. Da! Tatsache. Das ist anscheinend noch nicht Hintergrund genug, als dass man es nicht abschießen könnte. Okay. Aber teilweise muss man wirklich einfach ausprobieren, glaube ich. Ja. Nee. Na, da kommen wir auch nicht rein. Muss wahrscheinlich nur für Gegner spawnen für Eier. Zack. Joa. Man muss halt echt immer gucken, ob man im Hintergrund irgendwas abschießen kann. Oder im Vordergrund. Ja. Oh, ist noch mehr. Ja. Und dann nochmal ganz kurz zurück, ob wir irgendwas vergessen haben. Sieht nicht so aus. Was ist hier? Nee, das ist zu weit vorne. Find die Wolke im Hintergrund auch lustig, die da um die Ecke grinst. Ja. Kann man da unten rein? Willst du es ausprobieren? Da sollte man nicht rein. Wasser ist böse, liebe Kinder. Naja, wir sind aus Pappe. Natürlich ist Wasser böse. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Willst du die Möwe da oben auch nochmal abschießen? Schon. Ja? Ja? Beide? Ja. Ah, okay. Hallo, Blark. Blubbel! Blark. Den kannst du bestimmt auch klein schießen. Ja, hätte ich Eier. Gab es hier irgendwo einen Eierspawner? Nee, da gab es nur den Shy Guy Spawner. Dann darfst du jetzt gerne. Du hast doch mich. Ich kann nicht schießen. Du, der da hinten drauf ist, kann schießen. Ach so. I see. Der Gargantua Blark. Blobbel. Au. Au. Ich hab grad nicht hingeguckt. Hast du irgendwas gemacht? Den Gegner getötet. Fast. Da ist ein Geschenk. Ich seh's genau. Ich wollte aber die Möwe abschießen. Welche Möwe? Die da hinten. Okay. Okay. Jetzt bin ich glücklich. Schön. Darfst du hier noch ein bisschen schießen? Hier können wir uns auch einfach die Scheibe nehmen. Na gut. Jeder schießt eins ab. Suchst du aus, Wolke oder Möwe? Wolke! Okay. Und die Möwe! Kannst du die andere Möwe auch abschießen? Moment. Fast. Na, komm. So. Boing, oing. Das sieht aus wie Gift. Nicht gerade das schönste Wasser auf jeden Fall. Die Möwe hat keine Flügel. Ich habe sie getötet. Ich habe so das Gefühl, wenn es im Hintergrund wirklich Münzen gibt, dann meistens eher in Geschenken oder so. Na, der Rest eher so random Stuff. Ja. Oder offensichtlich da. Oh. Aha, guck mal. Kommt der eigentlich wieder, der Typ? Für gewöhnlich ja. Kannst gerne ein bisschen auf ihn warten, wenn du willst. Na. Da ist er. Ah, ja. Sieht aus wie Knete irgendwie, oder? Ja, schon. So richtig... Einfach so typische Knete. Oh, sehr schön. Funktioniert das hier auch? Ja, schießt er mehr als oft auf einmal raus. Yay! Wenn du eine Stampfattacke machst. Ich meine, das Spiel hatte ja, wie gesagt, auch ziemlich viel Delay, aber ich finde, wenn ich mir das so angucke, da ist so viel Liebe drin. Kann ich da hin? Ja, kann ich. Kannst du da das Shy Guy Ding? Nee, kann nichts abschießen hier. Hüpf! Whee! Und aufgesprungen. Auf Jans Rücken ist schon bequem. Da kann man auch ziemlich weit fliegen oder ziemlich hoch fliegen wahrscheinlich damit, wenn du da... Oh, ich bin schon voll. Bist du voll? Nein. Naja. Hast du mir gerade meine Herzen geklaut? Nicht nur einmal. Möwi! Moment. Moment.
Meine Güte. Aha. Gut getroffen. Haha, Sniper Sven. Wie einfach die Beinchen hinten angeklebt sind. Oh. Okay. Ich hab den Shy Guy noch erwischt. Oder den Fly Guy. Den Fly Guy. Heißt nicht sogar Fly Guys, die fliegen? Weiß ich nicht, aber ich finde Fly Guy super als Namen. Der ist echt fly. Ich hab Spaß, ja. Schon. Jetzt abschießen. Mhm. Oh. Schön abschießen, die Dinger. Da ist noch einer versteckt. Ja. Achso, die war hier direkt. Das war ja cool, diese Drehung. Ja. Willst du den Scheiger noch abschießen mit der Münze, während ich hier noch ein paar Eier hole? Ja, habe ich. Auf Münzen-Scheigers müssen wir auch achten. Ja. Okay, dann weiter. Macht's euch denn auch Spaß beim Zugucken? Hallo, Blark. Das geht nicht. Ich hole mir hier eben noch ein paar Eier. Ja, ich glaube schon mal im Hintergrund. Alles gut. Move hattest du? Ja, ich hatte das Bucket, ja. Ist hier noch was? Ist ja lustig. Fungenier. Ja. Mayumi. Geht's hier richtig weiter. Dann zurück. War da noch ein anderer Weg? Ja. You saved me. Ja. Jetzt musst du mich saven. Oder einfach drüber springen. Oh. Ich will ihn aber abschießen. Nein! Oh, oh, oh. Na? Als ob! Bin durch den Boden durchgeschwabbelt. Guck ab. Jetzt sind wir wieder zu mir. Ich wollte noch kurz warten. Wobei hier vorne ist eh gleich ein Eiergenerator. Das ist Betrug! Schon so ein bisschen. So, wo war jetzt der zweite Weg angeblich? Gar keiner, sondern der Eiergenerator. Aber wenn wir den Weg nicht bis ganz durchgegangen sind, habe ich nicht gesehen, dass da eine Sackgasse ist. Ich war da und habe gesehen, dass das eine Sackgasse ist, aber ich habe jetzt einfach darauf vertraut, dass ich irgendwas übersehen habe und du recht hast. Wie bin ich gesagt, dass das eine Sackgasse ist? Ich wusste ja nicht, welchen Weg du meinst. Gut geschossen. Haha. So, weg mit dir. Da ist da auch nichts versteckt. Okay. Moment. Schieß mal da unten durch. Hab ich. Schöner Schuss. Also damit, schießen? Hab ich drauf. Damit haben wir alle Blumen und alle Münzen, die ich gesehen habe. Echt? Gucken wir noch. Jetzt muss ich nur noch mit meinen 20 zum Ziel kommen. Ja. Also bloß keinen Schaden nehmen. Soll ich mal ein bisschen vorgehen? Wenn du mit dem Blag schießt, dann selber ab. Ist da noch was versteckt? Nein. So. Nein, geh weg! Warte, ich mach das von hier. Da unten was versteckt? Nein. Und da sind wahrscheinlich eh noch ein paar Herzchen noch drin, oder? Ja. Ja. Sammel die mal ein. Mhm. Sind genau 10. Ja. Oh. Kann man das abschießen oder muss man dagegen laufen? Ich weiß nicht, ob ich dagegen laufen möchte. Einfach reinlaufen. Okay. Bosskampf? Und was glaubt ihr, wo ihr hingeht? Ich tunke euch ins Wasser, Yoshis. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Wie das jetzt zusammenbaut? Der Octopus-Captain! In die Fresse. Okay. Das ist cool. Jetzt ist er wütend. Ich hätte auch gerne ein paar Eier. Wer mich verarscht hat! Voll gebaitet! Bong. Oh. Ich wollte auch. Hier. Hol ein paar Eier. Ich glaube, ich habe erstmal wieder ein paar. So. Nein! Ah, verdammt. Von den Stein beschützt wird der Sack. Ja. Links, Mitte, Mitte. Bong. Irgendwie erwischen wir ihn immer in der Mitte. Oder du erwischst ihn irgendwie immer in der Mitte. Das war cool. Yoshi! Was ist mit der Musik in dem Spiel passiert?
Davon habe ich glaube ich noch nicht so viel mitbekommen. Wahrscheinlich genauso viele Tracks wie die Yoshi Island Teile. Ich finde, es passt aber irgendwie zum Spiel. Das ist jetzt nicht unpassend oder so. Die hat man natürlich immer besser, aber... Ja, die hat man auch schon öfters gehört, ne? Ja. Aber interessant, dass da so ein Überraschungsbossfight kam. Und hey, diesmal haben wir auf Anhieb alles gefunden. No. Man muss nur die Augen offen halten. Das waren jetzt auch keine gemeinen Verstecke im letzten Level. Wir waren einfach nur ziemlich blind. Ja. Hey, Yoshis! Wie hat euch Octodox gefallen? Hattet ihr eine schöne Zeit? Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich benötige Folgendes. Plattfisch! Ein Hinweis? Gern. Ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerfen. Ich gehe nicht nochmal in dieses Level rein. Wollen wir eben holen und gucken, was passiert? Müssen wir dann wieder durchrennen? Ich habe keine Ahnung. Ich will wissen, wo der liegt. Ja. Gucken wir uns das eben mal an, was er mit dem Plattfisch genau haben möchte. Wenn es halt jetzt echt nur dafür ist, hey, du hast mein Souvenir besorgt, hier hast du 100 Münzen, können wir uns das, glaube ich, in Zukunft klemmen. Spring einfach auf mich drauf und ich lauf durch. Ich schieße einfach nur Eier durch die Gegend. War der hier unten nicht direkt? Guck mal. War er nicht weiter hinten? Nee. Meinst du, der war schon hier? Tatsache. Ich hätte echt gewartet, dass er weiter hinten ist. Das hätte man auch... Ah, guck mal. Und du kannst direkt Level beenden. Oh, wie gut. Das ist das super. Das ist cool. Aber hätte das auch tatsächlich von Anfang an machen können und nicht so erst hinterher. Aber hey, Rochen eben abgeschossen. Jo. Oder Plattfisch. Für mich ist das ein Rochen. Rochen ist auch vielleicht platt. Haben wir die jetzt in Zukunft früher gesagt, weil jetzt er hat das ja quasi jetzt erst eingeführt. Juhu, Plattfisch gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Oh. Oh. Das könnte sich dann doch lohnen. Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Plot Twist, das ist die Blume, die wir ihm gegeben haben. Ich wollte gerade sagen, er hat einfach wieder ausgespuckt. Ja, das ist unsere Blume, die wir eh schon gesammelt hatten. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wirkt Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes. 6-mal Bodenbirdie. Am Hafen gibt es viele von ihnen. Es müssten insgesamt 6 sein. Einfach mit einem Ei bewerfen. Gleiche Taktik wie eben? Ja. Doch alles Sidequests machen? Ja, scheinbar schon. Wenn es dafür jetzt auch wieder eine Blume gibt, lohnt es sich natürlich schon. Ja. Im Zweifelsfall kann man dann auch wirklich quasi erst alle Level einmal machen, dann fragen, was er will und dann nochmal backtracken, so in einem. Ja gut, das wäre vielleicht sogar schlauer. Dass man quasi, wenn man was verpasst hat, das nicht sofort nachholt, sondern wirklich erst backtrackt, wenn wir quasi von ihm die Mission haben. So, da liegt schon mal der erste. Wo? Ach, da hinten! Stimmt. Moment, ich stelle mich hier oben hin. Ist, glaube ich, einfacher. Oder so. Das ist schwierig. Ich vertraue dir. Du läufst, ich halte die Augen offen. Okay. Du hast Flügel und zählst nicht. Da ist die Blume. Ist auch niemand, das ist auch alles mit Flügeln. Ja, mal nach vorne. Flügel, Moment. Die haben noch ein paar Eier zu haben. Die hatten auch Flügelchen. Da. Ah ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo saß oben. Ja, ich glaube halt schon, wenn man das gleiche Level wirklich nacheinander kommt, ist das ein bisschen ermüdend. Dann lieber mit dem Backtracken. Das macht das Backtracken vielleicht dann wieder ein bisschen angenehmer. Ja. Wenn du nebenbei quasi noch eine zweite Mission hast, während du das Level noch ein zweites Mal spielst. Mhm. So, noch nicht das da Weiter. Okay. So. Was, irgendwo waren noch mehrere auf einem Haufen. Kann sein, die haben alle Flügelchen. Moment, Moment, Moment. Das war doch das, wo sich das Dings gedreht hat, ne? Ja. Aber nee, hier ist auch nichts weiter. Okay. So. Einfach aus Prinzip. Jo. So. Vorne ist auch nichts. Dann einmal nach hinten. Oh. Mhm. Hing da oben eventuell eine? Ja, da oben auf dem Mast. Die da. Boing. Boing, boing. Da hinten!
Moment, lass mich immer safe. Wobei, ich glaube, wenn ich wahrscheinlich zu weit stehe, kommt sie nicht mehr dran. Ich kann ja nicht abschießen. Du schießt einfach da hinten. So, was war? Moment, hier. Da war ein bisschen in der Luft hängen. Wie du noch erwischt hast. Meine Güte. Wieder von dem zurückkommenden Ding noch umgehauen wurde. Das war natürlich alles voll geplant, ja, ne? Ja. Ist auch nichts weiter. Gut geschossen. Ich glaube, wir sind jetzt schon gleich am Ziel. Da ist der Letzte. Jetzt einmal das ganze Level gelaufen. Naja. Yay! We did it! Und Level beenden. Das ist witzig mit der Taktik. Ja, ich glaube, so machen wir es am besten immer, wenn wir die Dinger nur suchen oder so. Ja, einer guckt, einer läuft. Im besten Fall läufst du. Und du schießt. Und weil du kannst echt gut schießen. Das ist manchmal eher schlecht als recht. Juhu! Was gibt's diesmal? Wieder eine Blume. Okay, also wirklich am besten die Souvenirs abholen für die Blume. Ich habe noch eine Bitte. Benötige Folgendes. 3x Krebs. Die hängen am Meeresgrund. Davon haben wir auch ein paar gesehen. Ja, aber waren die nicht auch eher in der ersten Mission? Ich meine schon. Hätte man auch gleich sagen können, aber okay. Und hallo an die, die gerade eintrudeln. Hallo. Wir sind fleißig am Fischen. Mehr oder minder. Ja, 1,5 Stunden gespielt und 3 Level geschafft. Die sind aber auch echt lang. Aber gut, ich glaube, die in Woolly World waren auch recht lang. Kann man die eigentlich immer noch? Nee, man fliegt nicht höher, wenn man... Bei Krabben müssten eigentlich auffallen. Ja, eine war ja irgendwann so rechts neben uns, ganz fett. Drei Stück. So hier unten? Genau, muss man ab und zu auch mal nach unten gehen. Weil sonst kann ich ja nicht sehen, ob ich was abschießen muss. Da ist nochmal eins. Geschossen. Das ist nur ein Becher, das ist ein Bait. Der Becher-Bait. Ja. So, die mal hier alle ruhig sind. War das so die beste Idee? Ich glaube nicht. Aber dann habe ich mal gute Ideen. Manchmal hast du die. Da ist... Nee, das ist ja nur der Oktopus. Egal. Der muss auch abgeschossen werden. Auch rot und groß. Ja. Also ich weiß, eine war halt eben ganz... Da ist die zweite. Gut, die dritte ist, glaube ich, hinten bei der Seeprinzessin. Ja, stimmt. Ganz dick. Dann laufe ich da einmal durch. Ich muss halt mal auf den Chat gucken. Aber freut mich, dass doch einige Leute da sind. Weil, sag mal, es ist natürlich eher ein bisschen nischiger, in Anführungszeichen. Ist jetzt kein Breath of the Wild oder Mario Odyssey oder so. Breath of the Yoshi. Yoshi's Odyssey. Nee, ist halt, ne? Wie gesagt, glaube ich, schon ein bisschen nischiger. Es hat den Vorteil, dass auf der Switch rausgekommen ist. Das Ding ist nicht ganz so nischig wie Woolly World. Woolly World hatte so ein bisschen das Konsolenproblem zusätzlich noch. Plus ich glaube, viele wollen es auch erstmal privat spielen, plus streamen wahrscheinlich auch viele andere Leute. Deswegen ist es schön, dass ihr euch wirklich dazu entschieden habt, euch unseren Stream anzugucken. Das ist nett. Danke. So, und da ist die dritte. Zack. Ja, das freut mich halt wirklich, dass so viele Leute trotzdem da sind. Kann halt nicht immer so auf den Chat gucken beim Spielen. 140 Leute immerhin. Echt? So viele? Ja. Und nicht am Anfang so, wenn 100 Leute da wären, wäre schon cool, aber mal gucken. Die Stammgäste sind immer da, das ist doch schön. Ja, man hat immer so ein paar Stammgäste, die gerne gucken, ne? Ich glaube, wirklich weniger für das Spiel, sondern mehr einfach für die Leute. Tippi lebt wieder. Das heißt, der Sub-Alert könnte wieder funktionieren. Schnell mal jemanden ausprobieren lassen, ne? Ja, wer darf mal den Donation Alert nochmal resetten? Und guck mal rein, ob da vielleicht was kam, weil wenn es gerade nicht lief, dann hast du ja keine Ahnung, ob da mal was kam. Nee. Nein, keine Verdienste. So, Krebs gefunden. Nun darf ich wohl das überreichen. Yay. Wenigstens keine komischen Kostüme oder so. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Mhm. Hinten noch irgendwas bei dem Nils? Oh. Ach, guck mal. Da ist jetzt ein neuer. Auch für die erste Welt vielleicht? Ja. Ich war wohl das letzte Mal gerade weg, kann das sein? Ihr seid Yoshis, richtig? Mein kleiner Bruder Benny hat mir von euch erzählt, ich bin Bruno. Ich brauche Utensilien. Aber wo waren sie noch gleich? Ach ja, Sonnenscheinstation. Er lebt! Los geht's! Mikenov, danke schön fürs Subscriben.
Wirst du dich zocken? Ne, du hast bei Jan, glaube ich, gesubbt auf jeden Fall. Aber Dankeschön auf jeden Fall. Und schön, dass der wieder funktioniert. Wie gesagt, lag dann wohl nicht an mir. Der braucht 5-mal die Kuh. Hast du so viele Kühe gesehen? Weiß nicht. Ich würde sagen, suchen wir die Kühe. Das ist voll witzig eigentlich, da nochmal durchzugehen. Ich liebe diese Kuh. Dann darfst du ihr gerne einen Namen geben. Mulesandro. Mulesandro. Oh. So, dann. War nicht gerade am Anfang war schon eine Kuh? Ja. Zack. Eins. Eingesackt. Jetzt werden Kühe abgeschossen. Mal zwei. Naja. Man kann zumindest halbwegs schnell da nochmal durchgehen. Mhm. Was ganz praktisch ist. Zug. Zug, Zug. Da ist noch eine Kuh. Wo? Hinter dem Becher. Ach, da! Ich. Ha! Sniper Svenny am Werk. Ich hab die Kuh versenkt. Schieß mal das Ding ab, dass die das letzte Mal umgehauen haben. Aber da war auch nichts weiter. So. Das Spiel ist echt süß, ja. Man muss halt echt die Augen offen halten. Das ist die nächste. Und eine noch. Nein, ich wollte das Geschenk abschließen. Da ist die letzte. Dann nehme ich halt die Kuh hier. Auf den Popo! Yay! We did it! Ich glaube, die Level sind halt auch echt gar nicht so lang, wenn du einfach durchrennst, aber dann kommst du ja auch irgendwann nicht mehr weiter, weil du ja scheinbar auch ein paar Blumen mal brauchst. Kuh gefunden! Yay! Hooray! Hatte jetzt eigentlich der andere noch irgendwas zu sagen oder war der fertig? Ich glaube, der war fertig. So. Noch eine bitte. Eine Wäscheleine. Okay. Wem gehören die überhaupt? Okay. Also eine Wäscheleine habe ich spontan aus dem Kopf nicht. Die ist aber auch sehr schmal. Hm. Es ist so, ja, hier Krabben, Fische. Ich will eine Wäscheleine. Ja, stimmt. Josh ist echt wirklich mehr auf Erkundung ausgelegt. Ja, aber wir erkunden doch gerne. So, ich würde vermuten, dass ihr wahrscheinlich eher hinten bei diesen Häusern seid. Ja, wahrscheinlich. Haben die Scheigeister ihre Wäsche rausgehangen. Ja? Das ist schon mies. Stell dir vor, du hängst deine Wäsche raus und plötzlich kommt jemand und klaut deine Wäscheleine. Das ist schon echt nicht nett. Oder schmeißt mit Eiern nach deiner Wäsche. Das ist noch schlimmer. Auch nicht nett. Wobei ich meine Wäsche sowieso nie raushängen kann, weil dann da Pollen dranhängen. Deswegen besitze ich gar keine richtige Wäscheleine. Traurig, aber wahr. So. Piranha-Plan darf leben. Ja. Hat ja nichts so. Falsch gemacht. Nee. Da ist keine Wäsche. Bis hier sind wir ja gerade gekommen. Ja. So. Ja, das ist vernichtet. Da sind Fähnchen, ist aber keine Wäsche. Glaube nicht. Und wir müssen den Zug wieder zusammensetzen. So, hier eventuell irgendwo. Da, da hinten ist sie. Ah, ja. Sehe sie. Gefunden. Ja, wäre halt echt doof, wenn jeder Plattformer gleich wäre. Deswegen, Yoshi hat einfach so seinen ganz eigenen Charme. So. Hätte man schon vorher abschießen können. Das war wahrscheinlich so schmal, dass wir gar nicht drauf gekommen sind, das abschießen zu können. Mhm. Also Yoshi ist, wie gesagt, nicht so Mario vergleichbar, wo man halt doch verhältnismäßig schnell durchrennt oder Sonic halt, was ja voll auf Speed aufgeht. Alles andere sagt es auch nicht so schlecht. Den Weg aber durch diese Sidequests auf Details zu achten. Ja, das stimmt. Die dir wahrscheinlich vorher nicht aufgefallen wären. Ich glaube, dann war es das hier, ne? Vielleicht einfach später nochmal. Okay. Gut. Und hier haben wir ja auch nichts weiter. Dann. Gäste. Du willst wieder Kostüme haben. Das ultra seltene Ding. Wir müssen unbedingt mal im nächsten Level Kostüme anziehen. Oh, wir können ja einige Kostüme sammeln. Ich sehe das schon. Ah, ich habe ein goldenes bekommen. Oh. Ultra seltene. Moment, da ist aber nur eine bestimmte Anzahl drin. Das heißt, irgendwann ziehst du das so oder so. Ja, gut. Ein lila Fisch! Yay! Ein Wasserrad! Okay. Ein bellblauer Fisch! Ein Kaltwasserbottich! Das ist also ein typisches deutsches Wort! Und ein Piratenschiff! Kaltwasserbottich! Wenn ich jetzt aber weitermache...
Kriege ich jetzt alle restlichen noch da raus? Einfach mal zum Ausprobieren. Hashtag Kaltwasserbottich. Ja. Da sind keine mehr drin. Der nächste so, hallo? Hallo? Ich wollte auch gewinnen. Kugelfisch. Oh, cute. Flaschendeckel. Wow. Blaue Kaffeesahne von... Das ist die Kumu-Weidemilch. Ja! Nice. Die Kumu-Weide. Clownfisch. Und Leuchtturm. Okay. Vollständig. Oh, hier ist auch nochmal so quasi Mini-Achievement dafür. Yay. Nein, ihr hört die Miris gar nicht. Vielleicht hat sich Makoto minimal vom Kugelfisch triggern lassen. Moment, dann muss ich jetzt aber nochmal kurz zum anderen. Hast du überhaupt noch Münzen? Ein paar. Okay. 670. Ach, steh doch mal dran, wie viele da Stück da drin sind. Ah ja. Na komm, dann hauen wir die letzten, da haben wir noch 600 Münzen rein. Ja. So, dann holen wir mal 6 Sachen raus. Dann können wir versuchen, die vielleicht auch alle voll zu kriegen. Das ist schon witzig. Ja. Wie gesagt, gleich auf jeden Fall mal ein Kostüm anlegen. Hm, das nächste Level dann. Gelbes Auto. Neues Wort gelernt. Mülltonne. Triangle. Was? Drink, drive? Vielleicht steht in der Mitte don't. Don't drink, drive, triangle. Da steht aber nur drink und drive. Nein. Das ist wie der Typ heute in der Stadt. Berg. Kuh. Die Kuh. Milchflasche. Und Haus mit rotem Dach. Da müssen wir uns jetzt aber noch umziehen. Berg. Ja. Berg. Outfits. Okay. Was nehme ich denn? Das sieht so dumm aus. Die haben auch unterschiedlich viel Leben, sehe ich da gerade. Ja. Die Amiibo-Sachen haben 5. Ich nehme das hier. Und die ultra seltenen auch. Das sieht einfach so dumm schwabbelig aus. Sieht aus wie so ein Cupcake. Ja, dann muss ich ja wohl eindeutig das hier nehmen. Ja, die hätte ich sonst auch genommen, aber hallo. Der Cupcake sieht ja wohl... Entschuldigung, der Kaltwasserbottich sieht ja wohl mal perfekt aus. So, next world. Auf, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 5 Grinseblumen. Ich glaube, 5 können wir gerade so entbehren. Mhm. Danke, es geht mir schon viel besser. Was haben wir denn jetzt für so ein kleines Wäldchen, sag ich mal? Sieht ein bisschen nach Spielzeug aus. Mhm. Los, los, Land! Herzlich willkommen! Und sind auch 2 Level, wenn ich das wieder richtig sehe, oder? Ich würde aber sagen, dass wir vorher mal ein kleines Päuschen machen. Mhm. Wir streamen jetzt nämlich schon eine ganze Weile. Dann können wir nämlich... Oh, Schnuffel! Dann kann ich nämlich die Meerschweinchen füttern, weil man die, glaube ich, ansonsten noch die ganze Zeit im Hintergrund hören wird. Plus kann dann voll motiviert zu Schnuffel laufen. Also bislang ist das echt schön. Mhm. Ich frage mich nur, ob das jetzt wirklich... Ich weiß nicht, also das fühlt sich an wie eine riesige Welt, aber ich glaube, es sind schon so einzelne Welten. Also wir haben jetzt quasi 2 in Anführungszeichen gemacht. Tutorial-Welt und erste Welt irgendwie. Mhm. Also es sind echt nicht viele Level pro Welt, aber dafür sind die unglaublich lang, plus noch die Sidequests. Also ich glaube, das rechnet sich schon. Ah, es ist voll cute. Aber gut, dann würde ich sagen, wir machen ein kurzes Päuschen, erholen uns ein bisschen und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.